Jetzt steht er neben mir, der Mann, der sich mit Hefe absolut auskennt, Thilo. Und Hefe, nimmt man die nur für Brot oder hast du die auch schon für ganz andere Dinge verwendet? Also Hefe kann man natürlich auch für Bier, für Wein nehmen, macht man in der Regel nicht selber. Aber nein, also meistens eben für Brot oder halt für Backwaren. Ja. Und wir backen jetzt beide gleich ein Sarrasin? Oder wie spricht man das richtig aus? Oder Sarrasin? Wo kommt das her? Was ist das für ein Gebäck? Kommt ursprünglich aus Frankreich. Und ich vermute ja mal, man hat versucht, den Alkohol zu verstecken, weil es ist ein bisschen was drin. Also nicht für Kinder geeignet, aber verdammt lecker. So, Professor Hefe, was kommt in deinen Hefeteig rein? Ganz wichtig, neben der Hefe ist natürlich unser Mehl. Mhm. Dann müssen wir der Hefe noch ein bisschen warm machen und wir müssen sie noch füttern. Das okay, füttern ist mit Zucker, genau. Das weiß ich. Wir brauchen erst das Mehl. Und du nimmst hier so eine frische Hefe, ne? Die findet man immer so in Würfelchen im Supermarkt. Also im Grunde genommen ist eigentlich fast beides dasselbe, ganz klar. Aber überall dort, wo ich wirklich richtig Triebkraft brauche, da nehme ich am besten die Frischhefe und alles dort wie Pizzateig oder sowas. Da kann man die Trockenhefe nehmen. Und warme Milch. Und warme Milch, genau. Also Mehl rein. Genau. So eine kleine Mulde. Da kommt jetzt erst die Hefe oder erst der Zucker? Gibt es da eine Reihenfolge? Ich würde sagen, erst die Milch. Die einfach so, so einen kleinen Schuss. Genau, einfach so einen kleinen Schuss. Und am besten die Mitte treffen. Ja, super. So. Jetzt? Die Hefe reinbröckeln, also nicht so im Ganzen hineingeben, sondern wirklich schön feinbröckeln. Und dann heißt es ein bisschen füttern. Das heißt, einfach ein bisschen Zucker hier reingeben. Okay, das heißt, alles andere kann rein? Genau. Na, dann machen wir das auch. Zwei Eier und der Zucker kommen noch zu dem Hefegemisch dazu. Und natürlich ganz wichtig, bei allen Backsachen kommt natürlich noch ein bisschen Salz dazu. Ja. Also, ich merke mir, wann immer der Teig richtig doll aufgehen soll, nehme ich frische Hefe. Aber auch die muss gut verrührt werden. Und das wird jetzt ein richtig großer Kuchen dann? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, das ist echt wenig. Also er wird ja noch jetzt mindestens doppelt so groß. Und dann später, wenn er gebacken ist. Geht da auch noch mal so ein Stück? Diese Höhe. Wo muss er jetzt hin, der kleine Teig? Damit die Wärme einfach drinne bleibt, deckt man das Ganze ab und dann ja, ab auf die Heizung. Ist ja richtig flott angezogen. So, darf ich jetzt schon reingucken? Wir lunzen rein, ja. Ja, und was sagt sie? Was sagt die Hefe? Also sprechen kann sie ja nicht. Aber sie kann blubbern und es sind viele Blasen da. Und sie ist natürlich auch schön aufgegangen. Ne? Genau. Was passiert jetzt mit diesem Klops? Jetzt geben wir die Rosinen rein. Einfach so? Einfach reingeben. Dann einmal umrühren. Genau. Oder? Wenn du mir die Form gibst, dann kann ich ja schon parallel die Form einreiben. Die steht hier unten. Da. Ja. Eine kleine Google-Form. Rosinen sind alle gut untergebracht. Und jetzt dann? Kommt das einfach da so rein. Aber wie verteile ich das am besten? Das ist so zäh. Man lädt sich einen Koch ein und der zeigt einem das mal. Ja, also im Endeffekt fangen wir einfach bei der einen Ecke an. Nicht alles hineingeben. Super. Du hast die Hefe schon im Griff, ne? Also eigentlich ist es gar nicht so schwer, ne? Nein. Viele haben immer ein bisschen Angst. Ich weiß gar nicht, warum. So. Da das Häubchen auch drüber passt, ja doch. Muss er jetzt noch mal gehen? Genau. Jetzt hier auf jeden Fall auch noch mal die doppelte Menge, das doppelte Volumen, weil dann wird er richtig luftig. Wenn ich ihn jetzt in den Backofen gebe, dann bleibt er so klein, geht nicht mehr groß auf, ist sehr kompakt, schmeckt nicht wirklich, von daher. Okay, dann stelle ich ihn kurz auf die Heizung wieder. Ich bin sofort wieder da. Oder Moment, Moment, du kannst eigentlich schon in der aufräumen. Zeit... Nein, du musst gar nicht aufräumen oder abwaschen. Aber toll wäre es, wenn du mir das Rezept einfach hier schon mal reinschreibst. Das wäre total nett. Gerne, gerne. Wenn Sie noch mehr mit Hefe backen wollen, auf six.de gibt's alle meine leckeren Rezepte aus Sweet and Easy. Guck mal, es ist höher geworden. Darf er jetzt in den Ofen? Ja. Und wie lange muss er dann ungefähr drin bleiben? Ungefähr 15, 20 Minuten maximal. Hefe Halligalli mit Tinus Savarin. Geben Sie Mehl in eine Schüssel und gießen Sie in eine kleine Mulde die Milch. Bröseln Sie die Hefe rein, dann zwei Eier, 20 Gramm Zucker und eine Prise Salz dazugeben. Danach rühren Sie alles schön durch und stellen den Teig zum Gehen an einen warmen Ort. Wenn er schön groß geworden ist, rühren Sie die Rosinen unter, Teig in eine gefettete Gugelhupfform füllen und nochmal gehen lassen. Nach ca. 15 Minuten im Ofen ist der Savarin fertig. Wie macht man denn diese Suppe, die man darüber gießt? Wir müssen uns einen Zuckersirup kochen. Wir brauchen einen Topf. Genau.
So, was brauchen wir alles? Ich hol's. Sag. Wasser? Mhm. Und Schnaps ist natürlich klar. Was für Schnaps? Wir brauchen Orangenlikör, also Grand Marnier, und wir brauchen Rum. Charakteristisch für den Savarin, der seinen Namen von dem französischen Richter und Gourmet Jean Savarin bekommen hat, ist die Ringform und das Tränken des Kuchens mit Alkohol. Das macht ihn richtig schön saftig. Dafür brauchen wir Wasser, Rohrzucker, Orangenlikör und Rum. Einfach das Wasser mit dem Zucker einkochen, dann Orangenlikör und Rum dazugeben und alles kurz aufkochen lassen. Es riecht jetzt hier schon total gut nach Kuchen. Darf der jetzt eigentlich schon raus? Ja. Es duftet. So soll es sein. Okay. Ui, lecker sieht er aus. Was passiert jetzt mit ihm? Jetzt lassen wir noch ein bisschen abkühlen. Mhm. Weil wenn wir ihn nachher tränken und auf den Teller stützen würden, wird ja alles links und rechts runterlaufen. Und wir machen das eben in der Form, da geht es ein bisschen einfacher. Das heißt, dann können wir ja den Sirup schon mal fertig machen? Genau, da geben wir einfach den Alkohol kurz dazu. Toll. Oh, es duftet. So, jetzt machen wir den Kuchen besoffen. Das finde ich gut. Oh, das gute Tröpfchen. So. Ist er noch warm, die Form? Geht eigentlich, kann man anfassen. Wobei, das kann ich ja eigentlich unten lassen. Dann saugt sich der Boden noch ein bisschen voll, oder? Genau. Ups, Platsch. Jetzt noch etwas Sahne profimäßig im Siphon shaken und klassisch aufschlagen und dann zum Kuchen genießen. Und jetzt darf man aber anschneiden, oder? Muss man jetzt noch irgendwas machen? Ich will endlich probieren. Nein, wir können natürlich probieren. Anschneiden und probieren. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Das wird jetzt wahrscheinlich eine kleine Zungenexplosion. Du nimmst es in die Hand? Natürlich. Ich bin vornehm. Heute bin ich vornehm, weil das ist ein französischer Kuchen. Mm. Geiler Scheiß. Ein betrunkener Savarin, herrlich saftig und mit der Sahne einfach nur köstlich.